Wir sind anderswo hin. Heute geht's ins Ruhrgebiet. Diesmal nach Essen. Zwei Tage lang werden wir in Essen sein. Mal schauen, was die Stadt für uns kulturell zu bieten hat. Übernachtet haben wir in einem Hotel direkt an der Innenstadt. Da war es nur wenige hundert Meter bis zur Fußgängerzone. Als erstes sind wir natürlich in die Innenstadt. Kettwicher Straße, älteste Fußgängerzone Deutschlands. Da heute Feiertag ist, haben die Geschäfte natürlich geschlossen. Aber ein offenes Café am Kennedyplatz haben wir gefunden. Essen ist Bischofsstadt und der Dom liegt mitten in der Fußgängerzone. Das ist die Goldene Madonna. Sie gilt als bedeutendstes Kunstwerk des Ruhrgebietes. 980 wurde sie geschaffen. Hier geht's runter in die Krypta. Unten sind die Bischöfe von Essen bestattet. Danach sind wir zur Zeche Zollverein, einer ehemaligen Zeche. Und hier gibt's Mittagessen, ortsgemäß Currywurst-Pommes. So, jetzt geht's ins Ruhrmuseum. Das befindet sich hier auf dem Gelände der Zeche Zollverein. Es geht nach oben, und zwar in die vierte Etage. In diesem Museum beginnt man ganz oben. Oben geht es los mit der Gegenwart und dann geht es weiter mit der Geschichte. Dargestellt ist so die ganze Geschichte des Ruhrgebietes, die Geschichte der Natur, politische, soziale Geschichte. Ein faszinierender Überblick über all das, was man wissen muss, wenn man im Ruhrgebiet unterwegs ist. Hier ist uns dann auch die Familie Krupp zum ersten Mal begegnet. Oben unterm Dach geht es durch die Maschinenanlagen rauf nach ganz oben und da kann man eine herrliche Aussicht über Essen genießen. Über 3 Stunden waren wir im Ruhrmuseum und jetzt geht es zurück in die Innenstadt, denn hier gibt es die Essener Lichterwochen. Den Tag lassen wir am Kennedyplatz ausklingen. So, guten Morgen, Tag 2 aus Essen. Das ist das Stammhaus der Krupps. Hier hat sie angefangen, die Krupp-Dynastie. Ist natürlich nicht das Original, das wurde im Krieg zerstört. Wurde 1961 wieder aufgebaut, allerdings auch 30 Meter versetzt von der Stelle, wo es ursprünglich gestanden hat. Die Krupps haben ja in mehreren Häusern gewohnt, aber das ist eines aus der ersten Generation. Die haben hier gleich neben ihrer Fabrikanlage gewohnt. Links daneben stehen mehrere moderne Gebäude. Das ist jetzt die Firmenzentrale von ThyssenKrupp. Von hier aus wird dieser Riesenkonzern aus den ehemaligen Firmen Krupp und Thyssen gesteuert. Die Häuser sind so angeordnet wie in einer Universität. Sie stehen wie an einem Campus.
Im Süden von Essen haben sich die Krupps ihr neues Zuhause gebaut. Villa Hügel. Sieht etwas nach Baustelle aus. Vier Generationen der Familie Krupp haben in diesem Gebäude, das hat über 240 Zimmer, gewohnt. Leider ist drinnen Filmen nicht erlaubt. Ebenfalls im Süden von Essen liegt diese kleine Siedlung. Die heißt Margaretenhöhe und wurde gegründet von Margarete Krupp. Die Krupps waren ja auch sehr sozial eingestellt und die haben sehr viel für ihre Mitarbeiter getan. Margarete Krupp ließ diese Siedlung hier bauen nach dem Vorbild der Gartenstädte. Und auf diesem Friedhof haben die Krupps ihren eigenen kleinen Friedhof. Friedhof Stadtteil Bredeney. Die wichtigsten Mitglieder der Krupp-Dynastie sind hier beerdigt. Friedrich Alfred Krupp. Zum Abschluss geht's dann noch in die kleine Stadt Werden, die liegt im Süden von Essen und man glaubt gar nicht, dass man hier noch im Ruhrgebiet ist. Eine nette kleine Stadt. Das war Essen in 48 Stunden. Wenn ihr Interesse habt, weitere Videos zu sehen, in denen wir euch die Kosten so einer Reise aufschlüsseln, dann lasst es uns wissen, schreibt es uns in die Kommentare rein. In diesem Sinn, tschüss.